Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir tatsächlich endlich mal was mit der IDE machen. Das heißt, ihr habt hier so ein wunderbares Ding, das euch irgendwelche Vorschläge gibt und so weiter und so fort. Und mit dem kann man auch tatsächlich super gut Angular programmieren. Und deswegen, ja, wir sehen hier, offensichtlich habe ich damit schon TypeScript gemacht. Das heißt, ihr werdet das Ding in der TypeScript-Reihe wiederfinden. Wir benutzen jetzt hier aktuell gerade PHP Storm neueste Version, das heißt in meinem Fall 2017.2.4. Aber es kann natürlich sein, dass ihr eine neuere Version von PHP Storm habt oder whatever. Ich möchte euch nur kurz zeigen, wie ihr damit tatsächlich auch ein Projekt erstellen könnt und wie ihr das Ganze dann ausführen müsst. Achtet darauf, wir gehen hier auf File, New Project und dann haben wir hier die Auswahl an verschiedensten, ja, im Endeffekt Möglichkeiten, was wir auswählen können, und zwar PHP-specific. Das ist nur möglich, wenn ihr PHP Storm habt, aber die sind auch alle komplett egal für unseren Bereich. Das hier findet ihr auch alles in WebStorm und WebStorm könnt ihr auch einfach so runterladen im Endeffekt. Und wir wollen jetzt hier kein AngularJS, sondern wir wollen AngularCLI. Und das können wir hier einfach benutzen. Jetzt ist hier allerdings wichtig, dass ihr unter Umständen müsst ihr den Node-Interpreter auswählen und die AngularCLI. Das heißt, ihr müsst das Ding hier jetzt selber finden und das ist relativ kompliziert, also in meinem Fall natürlich nicht. Bei mir wurde das tatsächlich alles schon gefunden, in der alten Version von PHP Storm allerdings nicht. Das heißt, wenn ihr hier einfach nichts eingetragen habt oder wenn hier einfach leer ist und ihr müsstet hier was auswählen, dann versucht vielleicht einfach mal die neueste Version von PHP Storm zu wählen. Der Grund ist der, und zwar die neuesten Node-Module, wie zum Beispiel auch in dem Fall Angular, sind tatsächlich hergegangen und sind jetzt an einem anderen Ort. Deswegen hat tatsächlich die alte Version von PHP Storm einfach keine Ahnung, was zur Hölle gerade passiert ist und warum die alle weg sind, die ganzen Pakete. Die neuere Version weiß das, also die Version 2017.2.4 in meinem Fall, die Version weiß das, dass die Pakete jetzt plötzlich woanders liegen und daher, ja, funktioniert das Ganze auch. So, ich möchte jetzt allerdings hier meinen Pfad ändern und zwar möchte ich ganz gerne in Tuts und dann natürlich Angular. Und dann hätte ich ganz gerne meine App 2 als Projekt. So, jetzt können wir hier Create machen. Aber wir können es auch tatsächlich im Current Window öffnen, weil ich das andere eh schon zugemacht habe. Und dann ist das alles in Ordnung. So, und jetzt wurde hier offensichtlich alles erstellt. Im Endeffekt wurde genau dieses New, hier seht ihr es auch, ng new meine App 2, wurde erstellt. Und hier sehen wir, welche Dateien alle kreiert wurden und was hier alles gemacht wurde. Es läuft gerade noch, deswegen muss ich kurz warten. Aber ja, jetzt habt ihr tatsächlich eure App mit einer IDE erstellt. Das heißt, ihr müsst das ganze Ding nicht von der Kommandozeile machen. Also wenn ihr im letzten Video irgendwie Schwierigkeiten hattet oder sowas, weil irgendwas nicht funktioniert hat, jetzt ist eure Chance. So, und dann sehen wir hier, wurde erfolgreich erstellt, beziehungsweise successfully created und done. Das hört man gerne. Und jetzt kann man hier einfach aufklappen und jetzt kann man sich auch diese ganzen Dinger hier ja, ansehen, was da alles drin ist, und wir wollen jetzt in den nächsten paar Videos uns angucken, was hier diese ganzen wichtigen Konfigurationsdateien tun. Das heißt, wir wollen noch gar nicht anfangen mit Programmieren, wir wollen erstmal verstehen, wie Angular arbeitet und dann danach weitermachen. Okay, das ist es für dieses Mal auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, auch wenn es so ein sehr kurzes Video war. Ihr könnt natürlich auch eine andere IDE benutzen und so weiter und so fort, ist klar, hoffe ich zumindest, aber ja, ich bin eigentlich ganz glücklich mit der IDE geworden und Atom, wahrscheinlich funktioniert das genauso gut. Visual Studio Code, ich habe euch letztes Video eigentlich alle aufgezeigt, die gut sind. Das heißt, das hier ist nur eine Option von vielen. Das wird sich auch mit der Zeit wandeln. Angular wird ja immer noch intensiv weiterentwickelt. Das heißt, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, kann es sein, dass die eine oder andere IDE ein bisschen veraltet ist und die eine oder andere vielleicht dafür neu gekommen ist. Das heißt, immer schön gucken, was vielleicht die bessere IDE ist. In unserem Fall, wir arbeiten jetzt mit PHP Storm. Oder ich zumindest. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.